Danke schön, Frau Präsidentin, Frau Minister, Herr Minister, Frau Staatssekretär, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Ja, die Gerechtigkeit, die die ÖVP hier an den Tag legt, ist schon verwunderlich. Und die Grünen, also wenn das wirklich so ist, was der Herr Matzneter hier vorgetragen hat, dass offensichtlich nicht nur bei unterschiedlichen Betrieben unterschiedlich gehandhabt wird, die Steuerregelung, was hier jetzt im letzten Moment noch einmal repariert wurde, sondern auch gewisse Betriebe schon vorher Steuersenkungen bekommen, das ist das wirklich bedenklich. Also ich habe mir das heute angeschaut, Ihren Entwurf für dieses Gesetz. Die Steuersenkung auf Speisen und Getränke bei den Beherbergungsbetrieben hätte natürlich eine totale Ungerechtigkeit gebracht bei unterschiedlichen Gastronomiebetrieben. Wenn man heute ein Garni-Hotel hernimmt oder eine Schutzhütte, der hat natürlich einen ganz anderen Prozentsatz bei den Übernachtungen wie bei den Speisen und Getränken. Wenn ich den gleichen Ansatz ansetze von rund 300.000 Euro im Jahr, hätte das 2.000 Euro im Jahr jetzt bedeutet oder im Rest des Jahres eine Steuererleichterung. Wenn ich einen normalen oder einen Gastbetrieb von uns am Land hernehme, der ca. 50% Beherbergung und Speisen und Getränke hätte, hätte er vielleicht eine Steuermäßigung gehabt von 5.000 bis 7.000 Euro. Und wenn ich eine Fastfood-Kette hernehme, dann hätte ich natürlich mit Speisen und Getränken den vollen Steuervorteil gehabt und hätte rund 15.000 Euro Steuervorteil gehabt am Ende des Jahres. Das ist mit dem Abänderungsantrag, den Sie jetzt in letzter Sekunde eingebracht haben, geändert worden. Das heißt, es ist jetzt dieser Steuersatz gesenkt auf 5% auch für Beherbergung. Das haben wir auch immer gefordert, dass hier diese Ungerechtigkeit behoben wird. Deshalb haben wir das auch oder werden wir das auch mit unterstützen und sind auch auf diesen Auftrag mit draufgegangen. Es gibt aber natürlich noch viele Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Unternehmen. Also es sind viele andere Unternehmen genauso geschädigt wie die Gastronomie und die haben keinen Vorteil. Und wenn der Herr Kopf heute gesagt hat, die Unternehmer dürfen sich diesen Steuervorteil natürlich behalten, also diese Gütigkeit der ÖVP, nach dem Motto, der Herr nimmt es, der Herr gibt es, also nachdem wird gehandelt, zuerst nimmt man den Unternehmern das Epidemiegesetz und einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung und dann gibt man ihnen halt Steuerbegünstigungen zurück und sie dürfen sich das selbst wieder erarbeiten, dass sie einen Steuervorteil am Ende des Jahres haben. Bei der Wirtschaftskammer haben wir es noch nicht geschafft, Herr Generalsekretär. Da sitzen Sie immer noch auf dem Geld, das Sie den Unternehmern durch Zwangsbeiträge weggenommen haben und sind nicht bereit, den Unternehmen dieses Geld zurückzugeben, was wir schon lange gefordert haben. Und deshalb, um diese Ungerechtigkeit auch gegenüber anderen Unternehmen ein bisschen zu lindern und ihnen auch einen Steuervorteil zu geben, was die Mehrwertsteuer betrifft, stellen wir einen Antrag auf generelle Senkung der Umsatzsteuer und nicht nur bis Ende des Jahres, sondern bis 31.03.2021, weil vor allem in der Gastronomie, in der Beherbergung zu hoffen ist, dass die natürlich über Weihnachten und über Neujahr ihre Häuser voll haben und dann wieder abgrenzen müssen am 31.12. und dann die Angebote ab 1. Jänner wieder anders mit einem anderen Steuersatz verrechnen müssen, dass man das ausweitet bis 31.03.2021 und eben auf alle Betriebe ausweiten, nicht nur auf die Gastronomie. Und deshalb stelle ich den Entschließungsantrag der Abgeordneten Herbert Kickl und Erwin Angerer betreffend generelle Halbierung des Umsatzsteuersatzes. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, in der die Halbierung sämtlicher derzeitigen Umsatzsteuersätze bis zum 31.03.2021 sichergestellt ist. In diesem Sinne, danke.